Das Signal ist so schwach, das hätte ich fast übersehen. Ja. Okay, krass. Zum Glück habe ich diesen Piepser noch gehört. Nein. Ui, okay. Hier unten ist das Hakenkreuz. An der Stelle, alle Symbole werden aus geschichtlichem Zweck, aus dem Zwecke zur Bildung gezeigt und nicht aus politischen Gründen. Herzlich willkommen, Freunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal, wo wir mit dem Metalldetektor auf Schatzsuche gehen. Und was soll ich sagen, das letzte Video im Wald hat mich so ein bisschen gewurmt. Also nicht das Video an sich, sondern dass wir einfach fast nichts gefunden haben. Jedenfalls nichts Besonderes. Naja, besonders schon, die explosiven Sachen waren schon in gewisser Weise besonders, aber keine schönen kleinen Funde. Das, worauf ich eigentlich scharf bin, sagen wir es mal. Und deswegen sind wir heute nochmal im Wald. Aber in einem anderen Wald. Wie gesagt, im Wald nicht überall erlaubt zu suchen, also informiert euch rechtlich, bevor ihr das macht. Aber in diesem Wald habe ich doch ein bisschen mehr Hoffnung heute als im letzten, weil hier noch weniger passiert ist, ehrlich gesagt. Also wenn hier was liegt, dann nicht, weil es irgendwie im Krieg verloren wurde, sondern vermutlich eher, weil es dorthin versteckt wurde, vergraben wurde, entsorgt wurde, weggeworfen wurde, weil anschließend halt direkt ein Dorf ist. Und deswegen hoffe ich eigentlich, dass wir heute ein bisschen was finden können. Drückt auf jeden Fall die Daumen. Ich zeige euch ganz kurz die Geräte, die wir haben. Und dann geht es auch schon direkt mit dem ersten Signal los. Also viel Spaß beim Video und mal gucken, was wir heute so finden. So, wir haben natürlich wie letztes Mal wieder den Metalldetektor und den Spaten. Die Kamera setze ich mir gleich auf den Kopf und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Also, wir sehen uns beim ersten Signal. Achso, bevor es losgeht, falls euch dieses Format hier im Wald suchen gefällt, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben. Da würde mich natürlich sehr unterstützen und ja, ich freue mich auf eure Kommentare. Mal gucken, ob ihr mir mal wieder helfen könnt, weil es gibt bestimmt wieder ein paar Sachen, die ich selber nicht erkenne und da seid ihr immer sehr, sehr hilfreich. Also, jetzt geht's endlich los. So, Freunde, erstes Signal für heute. 81er Leitwert. Hört sich doch direkt schon mal ganz gut an hier. Ist doch draußen. Habe ich hier einen Pinpointer? Ja. Mal gucken, was hier das erste Signal für heute bringt. Ah, okay, ein Geschoss. Na gut, das kennen wir ja von der Form her. Zeige ich euch trotzdem mal kurz dicht. Es ist ja, ein spitzes Geschoss aus Blei, vermute ich mal. Könnte schon ein bisschen älter sein. Ja, ist es höchstwahrscheinlich auch. Aber nichts allzu Spektakuläres habe ich auch schon oft gefunden, ja. Na gut, kommt in die gute Tasche hier. Dann gucken wir mal, was hier noch so liegt. Löcher machen wir natürlich wieder zu. So. Und dann geht das weiter. Was ist denn das hier? Hä? Das ist einfach eine Kassette. Fantastic Sound, eine CD. Also, ja, eine Audiokassette. Interessant, warum auch immer die hier liegt. Ich stecke sie mal in den Müll. Da wird nichts mehr drauf sein, denke ich mal. Und das könnte man wahrscheinlich auch nicht mehr anhören. Trotzdem komisch, dass sie einfach so rumliegt. Und wie lange die hier schon liegt, ist ja die Frage. Ganz, ganz schwaches 75er-Signal. War wirklich ganz schwach. So. Sollte sehr, sehr klein sein, ehrlich gesagt. Was? Oh. Was ist das? Das sieht mir auf jeden Fall nach einem ganz schönen Fund aus. So, jetzt ist es scharf gestellt. Was auch immer das jetzt hier ist. Vielleicht sieht man ja im gereinigten Zustand mehr, aber ist vielleicht so eine Nadel, Anstecknadel, irgendwas. Kann man drüber nachdenken. Vielleicht weiß es einer von euch. Ich freue mich auf die Kommentare. Sehr schön. Ihr sagt mir jetzt tatsächlich nichts, aber rate mal, wer sein Coinpad heute wieder vergessen hat. Ich könnte ausrasten. Naja, wäre jetzt ein Fall fürs Coinpad gewesen in dem Fall. Ein ähnlich schwaches Signal, irgendwie nur einen Meter entfernt. Aber nicht ganz so sauber. Mal sehen. Ja? Eine Münze. Ich glaube, es ist eine Münze. Aber schon recht runtergerockt. Aber anhand der Form so ein bisschen und des Materials kann man schon sagen, dass es eigentlich ein Reichspfennig gewesen sein müsste. Die sind aus Zink und die überleben nicht lange. Vor allem, wenn so ein bisschen Nadelwald hier ist. Das wird alles ein bisschen zerfressen. Na gut, okay. Machen wir hin die erste Münze. Auch wenn man nicht mehr viel erkennt. So, jetzt haben wir hier ein paar mehr Signale. Und zwar hier ein 55er. Hier ein 60er. Wo ich eigentlich davon ausgehe, dass das eher so Abziehlaschen sind. Weil der Leitwert einfach zu niedrig ist. Das ist die Zahl, die mir da angezeigt wird. Und bei einer 60 erwarte ich eigentlich nicht wirklich was. Aber man kann es auf jeden Fall mal probieren. Ja, siehst du? Ein Stück von der Abziehlasche zumindest. Aber das andere Signal war noch mal ein bisschen anders. 50er. Oder 55er. Wartet. 55. Das heißt, da kann man es auf jeden Fall doch noch mal probieren. So. Aber würde mich wundern, wenn das was anderes ist.
Hä? Okay, nein, es ist eine Münze tatsächlich. Oder? Ja. Gut, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Aber was ist das für ein? Ich erkenne es nicht mal. Tja, also da bleibt mir nichts anderes übrig, als euch das einzublenden. Nach dem Reinigen wird man es sicherlich erkennen. Ah, irgendwas mit Pfennig steht doch da. Oh, 50 Pfennig sind das. Ah, 50 Pfennig, ja. Stimmt, die haben nicht so einen hohen Leitwert. Weil die erkenne ich ja fast gar nicht mehr. Krass. Na gut. Ja, schönes 72er. Das nehmen wir doch gerne. Jawohl, noch eine Münze. Also münzentechnisch läuft es heute schon mal sehr gut, muss ich sagen. Auch wenn wir bisher noch nicht so viel von den Münzen erkennen konnten heute. Das dürfte ein Reichspfennig sein, oder? Schwierig zu sagen. Na gut, ich habe es euch ja eingeblendet wieder. Könnte aber durchaus alt sein, ja. Naja, funktioniert ja doch im Wald. Geht doch. Oh oh, Freunde, das ist kein gutes Zeichen. Ein Quark im Wald. Also wäre der Pink jetzt gewesen, dann wäre ich wirklich beunruhigt jetzt. Aber da er schwarz war, betrifft es mich ja eher weniger. Nee, aber es war bestimmt auch wieder ein Fuchs, der irgendwie einen Schuh weggeschleppt hat, denke ich. 80er. So. Oh. Irgendwie habe ich es schon ausgegraben und woanders hin befördert. Nein. Ui, okay. Erkennt schon einige von euch. Also ich persönlich habe bisher einen so einen Adler gefunden und nicht in dieser Form. Ich habe mal einen Luftwaffenadler gefunden, aber ist das auch einer? Es müsste auch einer sein. Aber ich habe einen anderen gefunden, sage ich mal. Für diejenigen, die überhaupt nicht wissen, wovon ich spreche. Das ist jetzt aus dem Zweiten Weltkrieg tatsächlich hier von der Uniform. Hier unten ist das Hakenkreuz. An der Stelle alle Symbole werden aus geschichtlichem Zweck, aus dem Zwecke zur Bildung gezeigt und nicht aus politischen Gründen, sage ich immer mal gern dazu. Der ist natürlich sehr hinüber hier, der Adler. Aber ich sag mal so, wo sowas liegt, hier einzeln, da könnte noch mehr davon liegen. Krass, krasser Fund. Kriegt man übrigens noch gut mit Oxalsäure sauber, weil es Aluminium ist. Jo, krass auf jeden Fall. Also mehr kann ich dazu nicht sagen. Es ist einfach ein verrückter Fund, sagen wir es mal so. Ein sehr geschichtsträchtiger. Habe ich jetzt nicht mit gerechnet, gerade ehrlich gesagt. Aber wir suchen hier genau im Umkreis weiter, würde ich sagen. Vielleicht liegt hier noch mehr davon. Okay, also hier war eben der Adler und hier direkt nebenan haben wir ein weiteres 80er Signal. Ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Signal war eben, aber ich glaube auch so ein 80er. Deswegen, oh, mal gucken. Einfach mal gucken. Aber das ist nur eine, oh nein, eine scharfe Patrone. Okay, die wird auf jeden Fall gemeldet. Die packe ich erstmal zur Seite hier. Scharf deswegen, ich zeige es nochmal, habe ich im letzten Video schon gezeigt, weil hier vorne noch das Geschoss drin ist. Sowas auf keinen Fall, egal in welcher Größe, egal in welcher Form, mit nach Hause nehmen. Die kleineren, also was heißt klein, die sind jetzt vom K98, denke ich mal. Das war ein Gewehr aus dem Zweiten Weltkrieg. Die sind nicht ganz so gefährlich wie zum Beispiel diese größeren Hülsen mit Geschoss. Da auf jeden Fall nochmal mehr vorsichtig sein. Aber sowas, also damit ist auch nicht zu spaßen, sagen wir es mal so. Das soll es auch gewesen sein. Kommt wahrscheinlich aus der gleichen Zeit wie dieser Adler hier. Gut, dann hoffen wir, dass hier nicht noch mehr Munition liegt. Das werde ich erstmal da liegen lassen, mir die Stelle markieren und dann wird das abgeholt, weil ja, ich selber darf es nicht an mich nehmen und ich selber darf es auch nicht zur Polizei hinbringen. Ist immer wichtig mit der Umgang mit solchen Funden auch, ne? 81er, das ist jetzt mittlerweile schon 10 Meter entfernt. Ich bin in einem Kreis quasi nach außen in einer Spirale gelaufen, um nichts zu verpassen, aber das ist jetzt wirklich schon ein bisschen weiter weg. Aber es ist trotzdem eine Münze. Na gut, und ich glaube, ich brauche es euch nicht mal dicht zeigen, weil man erkennt wieder nichts drauf. Das heißt, wieder eine Reichspfennig, also wieder aus der Zeit auch. Aber Zink, Zinker, Zinker, Zinker. Naja, ja, man muss auch mal die Augen aufhalten, weil guck mal, kein Signal. Beziehungsweise wahrscheinlich nur ein Eisensignal, aber es handelt sich um ein altes Portemonnaie. Also sehr alt, vermutlich wirklich richtig alt. Leder, weiß nicht, wie schnell sich das zersetzt, aber hat sich ganz gut gehalten, denke ich mal. Aber liegt trotzdem an der Oberfläche und bei dem Laub hier nicht zu erkennen fast. Aber leider waren da keine Münzchen mehr drin. Schönes, schwaches 86er Signal. Leitwert ist sehr gut, Tiefe ist wahrscheinlich auch sehr gut, wenn ich hier rankommen würde und der Boden nicht so hart wäre. Oh Gott, was ist denn hier passiert, ey? Plötzlich ganz anderer Boden. Oh, was ist das?
Oha. Das sieht mir... Naja, eigentlich sah es mir aus wie ein kleines Gewicht. Also es ist auch so massiv wie ein Gewicht. Aber warum ist das rund unten? Weil für einen Knopf ist es definitiv zu schwer. Vielleicht ist es trotzdem ein Gewicht, einfach ein rundes Gewicht. Kann ja auch sein. Vielleicht sieht man nach dem Saubermachen irgendwo eine Grammzahl. Wenn nicht, dann ist es vielleicht doch keins. Müsste ja draufstehen. Aber 50 Gramm könnten es sein. Sehr interessanter Fund, ja. Das Signal ist so schwach, das hätte ich fast übersehen. Aber gerade so noch gehört, den Piepser. Ja. Okay, krass. Zum Glück habe ich diesen Piepser noch gehört. Ja, ich zeige es euch. Wie gesagt, die Symbole hier nicht aus politischen Gründen. Denn wir haben hier eine HJ-Raute. HJ heißt Hitlerjugend. Und ich glaube, Jungen ab 14 kamen damals zu nationalsozialistischen Zeiten in diese Organisation. Und ja, die haben dann halt diese HJ-Raute getragen. Und diese hier hat sogar noch den Dorn dran. Ist damit in ziemlich gutem Zustand. Auch wenn hier die Emaille da beim Roten ein bisschen aufgeplatzt ist, muss man vorsichtig sein. Gut, dass ich heute mein Coinpad, wie gesagt, nicht mit habe. Aber ja, es ist ein relativ seltener Fund, würde ich behaupten. Ich habe aber schon mal eine gefunden. Ja, krass. Also was soll ich sagen? Wir sind hier offenbar so ein bisschen auf der Spur nach Sachen aus dem Zweiten Weltkrieg zumindest, aus der Zeit. Boah, wie mache ich das jetzt? Guck mal, ich kann es ins Portemonnaie machen. Quasi als kleinen Schutz. So, dann kommt das hier in die gute Fundtasche rein. Ich denke mal, die Sachen wurden hier entsorgt, ehrlich gesagt. Kann man natürlich nur mutmaßen, vielleicht wurde sie auch verloren, aber die Spange, beziehungsweise die... Also sagt man Spange, die, ich habe es da hinten schon gesagt, hier die Befestigung, die ist ja zumindest noch dran. Deswegen denke ich nicht, dass sie verloren wurde. Könnt ihr auch gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben dazu. Was ist noch so ein Signal? 75er. So. Es wäre es, wenn das jetzt noch eine ist, dann, also dann ist sie definitiv nicht verloren, sagen wir es mal so. Nee, es ist eine Münze. Eine kleine Münze. Aber ein bisschen grünlich, ja? Dürfte meiner Meinung nach auch ein Rentenpfennig sein, oder? Ich glaube, da hinten die Gerste erkannt zu haben. 5 Rentenpfennig, denke ich. Vielleicht, ja doch, da sieht man es. Weizen oder Gerste, ich bin mir nicht sicher. Aber die ist ja auch im miserablen Zustand, das ist ja wirklich krass. Aber direkt neben der HJ-Raute hier. Heute kommen tatsächlich viele gute kleine Funde und nicht so wie beim letzten Mal, da war es ja eher so, naja, ihr habt es ja selber gesehen wahrscheinlich. Dazu brauche ich nichts mehr sagen. So, wir gucken aber noch ganz genau im Umkreis hier weiter, weil könnte sein, dass hier noch mehr liegt, ehrlich gesagt. 74er Signal nochmal. Aber ein ganz schwaches auch. Ah, klein und rund wieder. Könnte noch eine Münze sein. Das ist die kleinste bisher und ich denke mal, das ist aus Alu, wenn ich das richtig merke. Ja, eine Alu-Münze. Da bin ich mal gespannt, was das für eine ist. Boah, muss ich ja viel sauber machen hier für das Video, aber das lohnt sich wenigstens. Das ist doch schön. Ja, immer wenn man sein Coinpad nicht mit hat, ne? Das ist... Schade ist das. 88er. So. Schöne viele Münzleitwerte hier heute. Und schöne viele Münzen heute, oder? Nee, es ist tatsächlich keine Münze. Oder? Warte mal, das sieht echt schön aus. Oh, was ist das denn? So, da seht ihr es auch. Ich denke mal, durch diesen Rand hier außen kann man schlussfolgern, dass das irgendwie das Stellrädchen einer Petroleumlampe ist. Oder was auch immer von der alten Lampe. Aber sehr schön verziert hier. Cooles Muster, hat natürlich eine schöne Form, sieht auch fast aus wie eine Münze, aber ja, egal. Nicht alles schön runde mit Muster drauf ist Münze. Okay, kleines Stellrädchen, auch nicht schlecht. Hauptsache es ist schön anzusehen, oder? 85er Signal. So. Da bin ich auch mal wieder guter Dinge hier. Jawohl, sag ich doch, wieder eine Münze. Und wieder eine Zinkmünze, es ist unfassbar. Aber diesmal ein bisschen größer. Es sind 5 Reichspfennig. Ebenfalls Drittes Reich, ebenfalls Zink. Ja, mittlerweile wisst ihr es ja.
Na gut, aber viele Münzen heute immerhin. Das ist doch cool. Ich habe übrigens gerade eine interessante Flasche gefunden. Die habe ich gar nicht gefilmt. Die lag dort. Und zwar hat die gepiept wegen des Deckels. Und da steht drauf, keine Feier ohne Meier. Da habe ich mal kurzerhand gegoogelt. Die Firma gab es nur, glaube ich, bis zum Zweiten Weltkrieg. Bis Ende des Zweiten Weltkriegs. Wurde dann umbenannt, fusioniert oder sonst was. Also schon eine sehr, sehr alte Flasche. Wenn ich die so sehen würde, finden würde, generell ohne das hier, hätte ich mir gedacht, ja, moderne Schnapsflasche. Aber die ist auch schon sehr, sehr alt. Sieht nicht so aus, aber ist tatsächlich so. Keine Feier ohne Meier. Witziger Spruch auf jeden Fall. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, falls einer von euch diesen Spruch schon mal gehört hat. Ich jedenfalls noch nicht. 75er Signal. Sehr flach wieder. Aber es ist eine Münze, ich glaub's nicht. Die war jetzt wirklich so verdammt flach. Die kann man endlich mal wieder erkennen, sehr gut. Oh ja, das könnte sogar die älteste für heute sein. Wir haben hier nämlich ein Pfennig aus dem Kaiserreich, würde ich sagen. 1920, irgendwas mit 20. Ähnlich wie die Rentenpfennig vorhin. Also vielleicht doch nicht die älteste Münze, aber ihr werdet als Einzige hier die Jahreszahlen gesehen haben. Ich weiß von allen Münzen noch nicht wirklich die Jahreszahl. Ich glaube 1925 war die hier. Sehr schön. Zack, in die gute Fundtasche. Oh, schön. Na los, ein paar Signale machen wir noch. Und dann reicht's aber auch für heute. Es sind jetzt trotzdem schon wieder irgendwie 3 Stunden gewesen. Aber ganz ehrlich, das hat sich heute nicht so lange angefühlt wie sonst. 88. So. Nee. Das ist... Oh, das ist eine kleine Schnalle. Wow, die ist cool. Und das hier könnte jetzt doch tatsächlich der älteste Fund für heute sein. Ist zwar keine Münze, aber ich denke, es handelt sich um eine Schuhschnalle aufgrund der Größe. Und ja, die hat sogar noch den Dorn dran. Sehr schön. Kann ich nichts weiter zu sagen, aber freut mich. Ist ein schöner Fund hier. Sehr gut. Ah, schön. Naja, es läuft doch. Wer weiß, vielleicht ist es sogar doch die gleiche Zeit wie die Münze eben. Aber ich würde fast schätzen, eher ein bisschen älter. So, Freunde, kleines Päuschen. Während ich jetzt hier mich für die letzten Signale und für den Endspurt vorbereite, lasst doch gerne schon mal einen Daumen nach oben und ein Abo für diesen Kanal da. Falls ihr es noch nicht schon gemacht habt, würde mich natürlich wie immer sehr unterstützen. Und ja, wir machen jetzt noch ein paar Signale, mal gucken, was noch so geht. Der Wald ist noch sehr, sehr groß, also der Bereich, wo ich suchen darf. Der Wald an sich ist natürlich noch viel größer, aber ich denke, ein paar Signale gehen noch. Ansonsten, falls ihr Bock drauf habt, können wir hier auch noch mal ein Video aufnehmen. Schreibt es einfach gerne in die Kommentare, aber ich hätte schon Lust, weil es lief echt tatsächlich sehr, sehr gut. Vielleicht eine der besten Runden im Wald bisher für mich. Wer weiß. Ansonsten, ja, gehen wir mal zurück zum Auto und gucken, was wir auf dem Weg noch so finden. Erstes Signal des Endspurts. Ah ja, guck mal, ganz, ganz flaches Signal war es, aber es dürfte, wartet, ja doch, es dürfte ein Wehrmachtsknopf sein. Also ein Knopf von der Standarduniform der Wehrmacht, denke ich. Sieht man eigentlich an diesen ganzen Bubbeln hier drauf. Ja doch, sieht man ein bisschen jetzt hier in der Sonne. Ja, komisch, aber war ganz, ganz flach. Hier drin dürfte irgendwo ein Stempel zu finden sein. Aber ist doch eine gute Spur hier. Wer weiß, vielleicht liegt hier doch noch irgendwo eine Uniform rum. Die haben wir vorhin noch nicht gefunden. Nee, es war irgendwie doch ein Einzelfall wieder. Geht natürlich auch verloren, sowas. 73er. Signal. Ganz flach. Oh. Okay, eine kleine Münze. Das dürfte eine polnische sein, glaube ich, ja. Das ist nichts Altes, das ist ein Groschen. Ein polnischer Groschen. Oder? Ja. Naja, immerhin eine schöne kleine Münze hier. Direkt daneben haben wir hier eine Plastiktüte, nehme ich gleich mit. Aber was mich interessiert ist vor allem, ups, sorry Baum, das wollte ich nicht, ist dieses 84er Signal. Hier, direkt. Ah, Pinpoint ist mir gerade rausgefallen, sehe ich gerade. Das kommt mit. Und die kann man sich wenigstens auch mal hinsetzen beim Suchen. Ist auch mal nicht schlecht. Jawohl. 10 Cent. Ah, die hat bestimmt jemand beim auf Klo gehen verloren, schätze ich mal. Yam yam. Okay, weg damit. Nehmen wir trotzdem. Ja. Ist kurz, ist hier noch was? Ah, guck mal. Es bleibt nämlich nicht nur bei den 10 Cent. Oh, hä? Noch ein Grösch, wie ein Gröschi. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß, ihr habt mich schon so oft verbessert. Ich habe schon wieder vergessen. Nochmal so ein polnischer Groschen, meine ich. Ist ja auch interessant. Hier 2 Sohne und 10 Cent gleichzeitig verloren. Interessant. Und es scheint es auch immer noch nicht gewesen zu sein. Hier hat jemand richtig seine Taschen ausgeleert.
nicht nur seine Blase, seine oder ihre. Ein dritter Gröschi. Groschen, ach, ihr wisst schon. Na gut, okay, das war's. Wahrscheinlich gingen die Münzen früher alle auch so verloren. Okay, der Endspurt geht weiter. Gucken, ob wir jetzt auch noch mal ein bisschen was Älteres finden oder ob es bei modernen Sachen bleibt für heute. Ich hoffe es ja nicht. Ja? Was ist das? Was ist das? Hä? Guck mal. Das ist eine Krone obendrauf. 21,98 Dänemark. Dänemark. Ist ja auch interessant. Schreibt mal in die Kommentare, was das ist. Ich dachte erst, das ist vielleicht so eine Art Baummarke, ist aber kein Loch drin. Ist jetzt vielleicht doch eher so ein Anstecker gewesen. Doch. Die Krone oben halt. Eine dänische Krone. Interessant. Scheint älter zu sein. Ach, guck an. Gut, dass ich nochmal gegraben habe. Da war nämlich noch ein Signal im selben Loch. Gleiche Krone, aber diesmal sowas wie ein Knopf, denke ich mal. Da haben wir doch fast unsere Uniform hier. Jetzt kommt noch ein dänischer Orden und dann haben wir das Ganze. Komisch. Sehr dicht an den Fund eben. Oh, was ist das? Warte, da war erstmal Porzellan. Ui, das sieht ja schön aus. Erkennt ihr es? Das rechts sah mir irgendwie aus wie Flügel. Ich weiß nur ehrlich gesagt nicht, warum ich das hier halten soll. Aber ein Stück Porzellan ist auf jeden Fall sehr schön. Ist aber nicht das, was hier gerade das Signal verursacht hat. Das ist nämlich noch im Loch. Das ist nämlich auch nur Müll. Na toll. Aber für den Porzellanfund. Oh ja, was ist das hier? Für den Porzellanfund hat sich das doch schon gelohnt. Ach, schade, nicht gefilmt. Da waren die dänischen Knöpfe. Und da eben war dieses Porzellanteil. Und hier haben wir das Schloss des kleinsten Tresors der Welt. Das dürfte halt echt ein Schloss sein, kleines. Da ist der Bügel. Nennt man das Bügel? Hier? Nein, das nennt man nicht Bügel, oder? Egal, ihr wisst, was ich meine. Schlüsselloch, hier links da. Ach, egal, die Verriegelung. Was war das denn für ein Mini, also Mini-Safe? Sehr witzig. Hab ich noch nie gesehen. Ja, ich merk's doch schon, es ist eine Münze, oder? Mann! Oh, diese blöden Wurzeln, ja. Oha! Sogar nochmal eine richtig schöne. Glaube ich. Ist natürlich wieder nichts zu erkennen erstmal, aber von der Größe her wäre schon mal gut. Nein, es ist wieder ein Loch drin. Ich fasse es nicht. Obwohl, es könnte ein dänisches sein immer noch. Das wäre passend zu eben. Ja, doch ein bisschen was ist zu erkennen. Nicht, dass es schon wieder ein Stellrädchen ist, obwohl, nee. Sieht mir diesmal nicht so aus. Naja, schöner Fund. Ich habe ewig mit dieser blöden Wurzel da gekämpft, aber alles heile lassen können. Und drunter her die Münze gezogen. Sehr schön. Puh, okay, das war anstrengend. Okay, ein gutes machen wir noch, oder? Ein gutes Signal. So, das hier. Ach, guck mal, ein Maulwurf oder eine Ratte oder so. Lecker. So, der Endspurt hat auch langsam sein Ende. Eins der letzten Signale für heute. Noch nicht das letzte, aber eins der letzten. Kronkorken. Na, warte mal. Warte mal. Das ist kein normaler Kronkorken. Ein staatlich Fachingen. Also den zeige ich euch kurz dicht. Der Kronkorken hier hat auch schon seine 70 Jahre auf dem Buckel vielleicht. Von der Machart jedenfalls her. Gibt es auch noch mit königlich Fachingen. Jo, gibt es auch tatsächlich mit Adler und Hakenkreuz drauf. Habe ich auch schon mal gefunden. Aber die sehen von der Machart her immer gleich aus. Und ja, sind alle schon ein bisschen älter. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, oder? Fachingen? Gibt es vielleicht noch. Schreibt es mal rein. Okay, das vielleicht. Ah doch, das könnte das letzte Signal für heute sein. Wenn es was Gutes ist. Was richtig Gutes. 87er war es. 87er Signal. Ach Mann. Nee, was ist das? Das ist ein Koppelschloss. Aber kein besonders altes. Nee, das ist, ich glaube, dazu sagt man auch nicht Koppelschloss, oder? Das ist halt eine Gürtelschnalle. Na gut, nee, das ist nicht das letzte Signal. Nee. So leicht kommt er mir nicht davon hier. Ein bisschen müsste er noch. Ein schönes letztes Signal machen wir jetzt noch. So, Freunde, letztes Signal für heute.
Ich habe es schon ein paar Mal versucht, ehrlicherweise war jetzt ziemlich viel Müll dabei. Aber bei dem Signal habe ich eigentlich ein ganz gutes Gefühl. 80er Leitwert ist es. Was noch nicht so viel aussagt, aber... Ne? Es ist auf jeden Fall klein und rund. Und es ist nochmal eine schöne Münze. Nein, es ist ein Reichspfennig, ehrlich gesagt. Ja, nee, das ist noch nicht das letzte Signal. Eins machen wir noch. Mit dem Reichspfennig wollte ich heute eigentlich ungern das Video beenden. Vielleicht sind sogar 5 Reichspfennig, weiß ich jetzt nicht, aber gibt schönere Münzen, ne? Ja, haben wir auch schon gefunden heute. Nee, ihr seid doch noch nicht entlassen. Eins müsst ihr noch. 79, letztes Signal für heute. Schon wieder eine Münze, schon wieder ein Reichspfennig. Nein! Ja, wobei, immerhin erkennt man es ein bisschen besser, wenn der Fokus kommt, da. Erkennt man zumindest den Adler hinten drauf und vorne erkennt man, dass es ein 5 Reichspfennig-Stück ist. Also versteht sich falsch, ich will mich nicht beschweren hier über Münzen. Ich freue mich sehr, dass wir heute überhaupt so coole Funde gehabt haben. Aber als letztes Signal möchte ich eine andere Münze, wenigstens als ein Reichspfennigstück, weil ich die, na wie gesagt, nicht ganz so schön finde. Na gut, dann soll es dieses Signal hier sein, das letzte für heute. Wie oft habe ich das eigentlich schon gesagt jetzt? Also ihr habt ja nur einen Bruchteil von den Malen gesehen, die ich überhaupt gesagt habe. Viel Müll dabei gewesen, das schneide ich natürlich nicht rein, aber trotzdem schon 2 letzte Signale gehabt, die es letztendlich doch nicht waren. Und hier unter der Wurzel, mal gucken, ob es gleich mal wirklich so ist. Also ich sag mal so, es ist schon wieder eine Münze und es sieht mir fast nicht so aus wie ein Reichspfennig, aber ich erkenne es leider nicht. Ja, das ist natürlich ungünstig. Wenn ich es nicht erkenne, dann müssen wir leider noch eins machen, oder? Ich glaube, euch stört das weniger. Komm, eins machen wir noch. Mal sehen, ob ich das alles zugeordnet kriege dann. Machen, sauber machen. Okay, aber krass. Viele Münzen hier nochmal am Ende. Letztes Signal. Diesmal wirklich, oder? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. 78. Mach's nicht so spannend. Los jetzt. Schon wieder eine Münze. Das gibt's ja gar nicht. Aber was ist das für eine diesmal? Da. Es ist wahrscheinlich doch ein Reichspfennig. Hier auf der Seite der Adler und da dann wahrscheinlich die 1. Okay, noch ein bisschen Kraft. Lieber Sonnengott, schenk mir noch ein bisschen davon. So langsam wird es anstrengend. Aber ich beschwere mich nicht. Beschweren ist anders. Ist schon nicht schlecht. Na los jetzt. Vielleicht gehen wir einfach auf... nicht auf Münzen. Ich habe das Gefühl, hier liegen halt größtenteils wirklich diese Reichspfennige rum. Und dann nehmen wir irgendwas anderes Schönes. Wie zum Beispiel sowas hier. Das ist ein altes Feuerzeug. Oder? Ist das da oben der Feuerstein? So ein bisschen erinnert es mich an ein altes Feuerzeug. Ja, doch, ich glaube schon. Nee. Reicht noch nicht. Ganz flaches 86er. Glaube ich nicht, dass es das letzte ist hier. Ah, warte mal. Naja, nee, ist es nicht, aber was soll ich sagen? Nochmal ein 10 Reichspfennigstück. Aber ich glaube, so, also die Seite zumindest so gut erhalten wie noch keine Reichspfennigmünze heute. Die Rückseite, naja, die ist hin. Egal. Okay, Freunde, letztes Signal für heute. Nee, letzter Fund. Es ist kein Signal. Es ist 1965. Ein Kalender. Und hier, das sieht aus wie ein Portemonnaie oder so. Noch eins. Ach, haben wir 2 Portemonnaies halt gefunden. Gibt's ja gar nicht. Und ein bisschen Müll. Ist da noch ein Signal? Oh, ganz kleine Sachen. Aber die Kamera dürfte jeden Moment ausgehen hier. Doch. Tatsächlich. Noch was Rundes. Guck mal, ein 10-Pfennig-Stück hier. Aber kein Reichspfennig. Das passt ja zu dem hier. Das ist cool. Okay, Kamera geht wie gesagt jeden Moment aus. Ich leg das hier nochmal beiseite. Guck noch einmal mit dem Pinpointer, aber ja, das soll es jetzt fast gewesen sein, oder? War noch was? Nee. Okay, alles klar. Na, war auch gar nicht mal schlecht. So, sorry für den Stress jetzt am Ende, aber es war tatsächlich der letzte Kameraakku, der jetzt leer war. Und wir haben hier einen Kalender. Ja, ist natürlich nicht mehr viel davon übrig. Ich weiß nicht, ob da noch Sachen drinstehen, aber... Okay, wie gesagt, 1965, schon ein bisschen älter, dafür sieht er noch ganz okay aus, finde ich. Das hier dürfte, ich weiß nicht, ob das ein Portemonnaie war oder auch ein Kalender oder was auch immer. Egal. Hier nochmal
10 Pfennig, aber kein Reichspfennig, von daher ist doch ein witziger letzter Fund gewesen. So, ich lasse euch aber nicht gehen ohne einen Blick auf den ganzen Müll, den wir heute gefunden haben. Plastiktüten, dann, was ist das hier, Dreck? Dann sehr, sehr viel, naja, kleine Müllfunde hier, ein paar Patronenhülsen, die ich nicht gefilmt habe, ein bisschen Ledersachen und naja, ihr seht's, es ist wirklich unfassbar. Ich war selber ein bisschen erschrocken, wie viel alles in diese Fundtasche hier reinpasst. Diese Kassette hier, die war ganz witzig am Anfang, diese Flasche hier, vielleicht nicht unbedingt Müll. Mal gucken, ob ich die wegschmeiße, ich glaube ja nicht. Und dann haben wir natürlich aber auch die guten Funde und da bin ich auch ein bisschen erschrocken, wie viele das letztendlich sind. Da werde ich richtig Spaß haben beim Einblenden, das wird richtig aufwendig, aber egal, dafür hat es sich gelohnt, wie ich finde. Wir haben natürlich hier die besten Funde wahrscheinlich aus diesem Video, Luftwaffenadler, HJ-Raute und ich muss leider sagen, dass die Anstecknadel hier von der HJ-Raute abgegangen ist. Also Freunde, seid nicht so blöd wie ich, holt euch ein vernünftiges Coinpad. Gebrüder Lange Coinpad beispielsweise und nehmt es auch mit, nicht vergessen. Ich habe ja eins, aber ich vergesse es halt leider immer, dann wäre das Teil nicht kaputt gegangen. Genau dafür ist es nämlich auch da, nicht nur zum kurz sauber machen, vor allem nämlich einfach zum Schutz der Sachen, dass sie nicht kaputt gehen mit den anderen Funden in der Tasche. Und wenn man natürlich so viele Münzen findet hier, wie wir heute, dann ist es kein Wunder, dass dieses Teil hier unter der Last der ganzen Münzen irgendwie kaputt geht. Egal, sehr, sehr schöne Ausbeute, hat mir auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. In dem Sinne, Freunde, mir hat Spaß gemacht, ich hoffe euch auch, wenn ja, ihr wisst Bescheid, ich habe es oft genug erwähnt. Danke für eure Unterstützung, wir sehen uns nächsten Freitag pünktlich um 15 Uhr, hoffentlich zumindest, wenn ich es schaffe. Und ich wünsche euch ein schönes Wochenende, bis zum nächsten Mal.